Herzlich willkommen zu Meer der Myrrhel. Heute mit einem neuen Spiel, und zwar Master of Orion. Ich habe das Ganze schon eine Weile auf meiner Wunschliste. Es war jetzt gerade im Sale, ich glaube um die Hälfte reduziert, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Darum habe ich es mir jetzt gekauft. Das erinnert mich ein bisschen von dem, was ich gesehen habe, an einem uralten Spiel, was ich früher mal gespielt habe. Und darum wollte ich dort jetzt mal reingucken, wie es so ist. Also wie ich hier sehe, gibt es auch noch Mods, die man dafür holen kann. Aber ich möchte es jetzt einfach mal ganz normal im Einzelspieler, ohne Mods, ohne alles spielen. Einfach mal reintesten. Wir machen natürlich ein neues Spiel oder wollen wir ein Einführungsspiel machen? Ja, wie ist es? Ein Einführungsspiel. Ich bin neu. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Unterstützung in der Bedienung. Mal schauen. Beliebige Taste zum Fortfahren. The Human Republic. Fulfilling a dream once thought impossible. All of mankind has come together as a single world of traders and diplomats, explorers and scientists, pressing toward the final frontier. Venturing forth from their blue planet Earth, they now seek to explore space, discover ancient civilizations, and coexist peacefully with their neighbors from a position of strength and solidarity. Okay. Das. Welcome, President. I am Victoria, your personal advisor. It is my job to help you manage our people's needs and keep you updated on what's happening on the furthest reaches of our dominion. Okay, also das Spiel ist auf Deutsch übersetzt, aber die Sprache ist in Englisch. Ich habe auch geguckt in den Optionen, man kann es nicht anders umstellen, es ist so. Gut. Also man kann ja alles lesen oder auf Englisch hören, wer Englisch kann. Willkommen, Präsident. Ich bin Victoria, das hat sie ja eben gerade alles gesagt. Es ist meine Aufgabe, Ihnen zu helfen, die Bedürfnisse unseres Volkes zu stillen und Sie über die Vorkommnisse in den entlegensten Winkeln unseres Herrschaftsgebiets auf dem Laufen zu halten. Danke. Excuse me, President. Okay, sie sagt, entschuldigen Sie bitte. Militärischer Ratschlag. Erkundung ist entscheidend für unseren Erfolg. Bewegen Sie eine Flotte, indem Sie diese durch links klicken, auswählen und ein Ziel rechtsklicken, einen Planeten, einen Sprungpunkt oder eine Anomalie. Teilen Sie eine Flotte, indem Sie diese mit links anklicken, beliebige Schiffe im Fenster der gewählten Flotte auswählen und ihnen befehlen, sich zu bewegen. Also wir sollen jetzt unser Schiff hier anklicken, das ist unsere Flotte. Und wir sollen jetzt zu irgendeinem Punkt fliegen. Das Blöde, wir sehen das natürlich nichts, das sind wahrscheinlich Sprungtore und andere Galaxien. Wir sollen jetzt zu einem unerforschten Planeten fliegen. Okay, hier haben wir die aktuelle Flotte Kolonieschiff und zwei Speer. Eines ihrer Kolonieschiffe hat einen lebensfeindlichen Planeten erreicht. Wir raten davon ab, hier eine neue Kolonie zu siedeln. Das heißt, wir sollen Speer keine Bewegung übrig. Okay, was soll man denn jetzt machen dann? Achso, kolonisieren C. Wir kolonisieren es doch. Hat sie nicht gesagt, wir raten ab? Okay. Nun gut. Also es geht scheinbar darum, hier neue Planeten anzufliegen, Wirtschaft zu treiben, Handel zu treiben. Jetzt sind wir in der Umlaufbahn des Planeten Sol 1. Bevölkerung 1. Ist ja interessant. Wir haben 5 Credits, 0 Verteidigung, Sicherheitsstufe 1, Moral ist normal und Verschmutzung 0. Naja, wir haben auch noch nichts gemacht. Das ist unsere Bevölkerung mit einer Mistgabel. Produktion wählen. Was produzieren wir denn hier? Ein Forschungslabor sollen wir machen. Gut. Machen wir natürlich ein Forschungslabor. Bauen wir ein Forschungslabor. Kostet 35, Wartung 2. Okay, wir bauen ein Forschungslabor.
Das braucht jetzt nächste Kolonie, vorherige Kolonie. Okay, Sol 2. Auch hier sollen wir eine Produktion wählen. Hier sollen wir eine Fregatte bauen. Kleines und kostengünstiges Angriffsschiff mit geringer Tragfähigkeit, die nur geringe Bewaffnung erlaubt. Sorry for the interruption, President. Die Bevölkerung einer Kolonie bestimmt Forschung, Nahrung und Produktion. Die Bevölkerung der Nahrung zuzuweisen beschleunigt das Wachstum der Kolonie, während Produktion und Forschung die Fertigstellung von Gebäuden und Technologien beschleunigen. Sie können ihre Bevölkerung manuell zuweisen oder einen Kolonieschwerpunkt definieren, der die Bevölkerung automatisch verteilt. Weisen Sie Bevölkerung zu, indem Sie die Einheit anklicken, halten und auf die neue Position ziehen. Produktion. Achso, ich habe jetzt hier 3, die Nahrung machen, 3, die forschen, 3 für die Produktion, Bevölkerung verwalten. Also wenn ich jetzt hier noch einen runterziehe, dann ist es quasi ausgeglichen. Okay. Zurück zum System. Also bisher ist das Spiel doch anders, als ich erwartet hatte. Das ist nicht ganz das, was ich jetzt aus dem Videos. Our scientists are eager to start. What should we focus on? Das, was ich bisher gesehen hatte in den Promotion-Videos, also ich habe mir jetzt keine Let's Plays oder so davon angeguckt. Ich wollte da mir das Spiel sowieso angucken. Das ist aber doch ein bisschen was anderes. Physics sollen wir machen. Also wir sollen unseren Schwerpunkt festlegen, auf was wir uns konzentrieren. Ermöglicht automatisierte Fabrik und Neutronenblaster. Na komm, dann machen wir das natürlich. Terrific. Gut, dankeschön. Nächste Runde. Mhm, also es ist ein rundenbasierendes Spiel, wie es scheint. Also ähnlich wie Civilization und Co. Ist das etwa quasi Civilization nur mit einer Raumflotte? Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, ganz ehrlich. Eine Flotte wartet auf Befehle. Achso, ich soll da hingehen. Okay, ich kann sie anklicken. Ein Speer, den sollen wir dorthin schicken. Ja. Und den sollen wir noch da schicken. Okay. Na, dann machen wir das. Der braucht 3 Runden und der braucht eine Runde. Nächste Runde, ja. Also es kommt mir gerade so ein bisschen vor wie Civilization. Nur mit Raumschiffen. Fliegen. Zum Imperiumsbildschirm springen. Imperium. Excuse me, President. Wirtschaftlicher Ratschlag. Präsident, hier führen Sie unser Imperium auf höchste Stufe. Hier sehen Sie eine Übersicht allgemeiner Informationen. Die meisten können von diesem Bildschirm aus geändert werden. Seien Sie vorsichtig beim Steuersatz, da dieser direkt Moral und Einkommen beeinflusst. Sie können die Kolonien verwalten und jene als Gedächtnisstütze markieren, die für Sie interessant sind. Später können Sie von hier aus unseren Einfluss auf die galaktische Wirtschaft steuern. Okay. Manuell ausgeglichen. Also ich kann jetzt momentan hier nichts machen, weil es wird mir gesagt, was ich machen soll. Dieses Spiel quasi zu lernen. Hier wird das Forschungslabor gebaut, hier die Fregatte, es dauert noch 3 Runden, hier noch eine Runde. Ja, also, okay. Zur Forschung gehen. Ach hier, Forschung. Research continues as expected, President. Wie Sie bereits wissen, leiten Sie hier unsere Wissenschaftler bei Ihren Bemühungen an, neue Technologien zu entdecken. Mehr Informationen über Ihre Technologie erhalten Sie, indem Sie mit dem Auszeiger auf die Symbole mit entsprechenden Knoten fahren. Sie können sämtliche Technologien im Forschungsbaum ansehen und vorausplanen. Jo, ist okay. Und das klingt logisch. Spionage. Just a minute of your time, President. Noch besitzen wir die nötige Technologie nicht, um interstellare Spione auszubilden. Sobald wir dazu in der Lage sind, können Sie mit diesem Feld auf eine Liste der Spione zugreifen und ihnen Befehlen zu verlegen und Spionagemissionen durchzuführen. Okay. Aber noch was zur Flottenverwaltung. Ach, da hinten. Excuse me, President. Von diesem Feld aus können Sie all Ihre glorreichen Flotten betrachten. Sie können jederzeit einen auswählen, um hineinzuzoomen und Ihre Befehle zu erteilen. Meine Flotten. Okay, kann ich jetzt natürlich auch noch nichts machen, weil ich nur das machen darf, was sie mir sagt. Zum Pfad zum Sieg gehen. Das ist das. Okay. Just a second here.
Hier können Sie Ihre Fortschritte mit dem der anderen Rassen der Galaxie messen. Sie können Ihre Gesamtpunktzahl der Kampfwertung unserer mächtigsten Flotten und Armeen, unser technologisches Können, unsere wissenschaftliche Macht und wie unser Imperium wahrgenommen wird, sehen. Dazu gibt es Diagramme, die unseren Fortschritt darstellen. Mhm. Just a minute of your time, President. Also das ist jetzt unser Diagramm. Ich meine, wir haben noch keine Runden groß durch. Die anderen sind uns nicht bekannt, die haben wir noch nicht gesehen. Von daher, ja, durchgehender Strich. Fertig. Nächste Runde. Die Flotten bewegen sich. Excuse me, President. Unsere Aufklärer haben ein neues Sonnensystem erreicht. Erforschen Sie mit ihnen weiter die Galaxie zu Ruhm der Menschheit. Nächste Runde. Okay. Just a minute of your time, President. Sie sollten hin und wieder die Kolonien überprüfen, um sicherzustellen, dass sie so effizient wie möglich arbeiten. Sie können die Produktion im Voraus planen, offene Projekte beschleunigen und Strukturen auf dem Planeten detaillierter ansehen. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über verschiedene Symbole, erhalten Sie ausführliche Informationen zu den auf dem Bildschirm sichtbaren Daten. Just a minute of your time, President. Warum soll ich die denn jetzt kaufen? Na gut, beschleunigen Sie bitte den Bau dieser Fregatte. Es wird das erste Schiff unserer Kampfflotte und wir können damit unseren Raumsektor sichern. Na, dann machen wir das doch mal. Dann sollen wir auf Fertig klicken. Herr Präsident, Sie sollten hin und wieder die Kolonien überprüfen. Das hatten wir gerade schon. Eine Flotte wartet auf Befehle. Du sollst den hier bitte erforschen, den Planeten. Fortschritt. Nächste Runde. Excuse me, President. Wir haben eine unbekannte Rasse scheinbar entdeckt. Militärischer Ratschlag. Vor einem Gefecht ist es wichtig, die Stärke des Gegners zu berücksichtigen, um mögliche Folgen abzuschätzen. Unsere Schiffe sind mit einem Spezialgerät ausgestattet, das die Stärke der gegnerischen Flotte einschätzen kann. Die Stärke zweier unterschiedlicher Flotten kann verglichen werden, indem Sie zuerst Ihre Flotten anklicken und dann mit dem Mauszeiger über eine gegnerische Flotte fahren. Flotte anzeigen. Just a minute of your time, President. Wir brauchen die Fregatte jetzt, um unsere Heimat zu verteidigen. Also wir haben hier zwei Piratenplünderer. Vier Angriff, zwei Verteidigung, wenn ich das richtig sehe. Okay, danke. Just a minute of your time, President. Ziel wählen. Okay, zum Sprungtor. Gott. Just a minute of your time, President. Hier haben wir auf jeden Fall eine Nachrichtenübersicht. Verwenden Sie das Schildsymbol, um die Fregatte in den Wachmodus zu setzen. Schiffe anderer Rassen inklusive Piraten können dann nicht mehr kampflos queren. Sie können die Anomalie erforschen, sobald sie besiegt sind. Wir wachen. Okay. Eine Produktion wählen. Produktion ist fertig. Dann wählen wir doch eine neue Produktion. Jetzt darf ich mir aussuchen, was ich mache. Okay. Fortlaufend Handelswaren. Mache ich wahrscheinlich Geld, Nahrung. Okay, Forschung. Alle. Achso, so suche ich aus und okay, Raketenbasis. Speer. Okay, wir bauen einen Speer. Fertig. Haben wir eine Flotte wartet auf Befehle. Also mit ihr darf ich jetzt selbst auswählen, was ich machen möchte, ja? Ja, nun? Was soll ich denn jetzt mit ihr machen? Autoerkundung, achso, okay. Die erkunden jetzt selbstständig. Warum konnte ich das nicht anklicken? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Eine Flotte wartet auf Befehle. Achso, ich muss hier rüber. Ich möchte gern, dass du dahin fliegst. Warum kann ich das jetzt nicht machen?
Finde ich das eigenartig. Die sagen ja, eine Flotte wartet auf Befehl und ich kann nichts machen. Ne, geht ja auch nicht. Warum geht das nicht? Autoerkundung? Wenn ich E drücke, funktioniert das auch nicht, aber hier steht, man soll das mit E aktivieren können. Autoerkundung, bitte, mach. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging, warum ich das nicht anklicken konnte. Nächste Runde. Just a minute of your time, President. Scheint, als wären die Bedingungen zu unseren Gunsten. Sie können den Kampf vom Kommandanten durchführen lassen und erhalten einen abschließenden Bericht oder befehlen Sie einen allgemeinen Rückzug oder übernehmen Sie selbst die Kontrolle. Warum probieren Sie es nicht aus? Kommando übernehmen. Okay. Dann gucken wir mal. Gefecht bei Seoul. Raumpiraten greifen die Menschen an. Angreifende Piraten, verteidigender Mensch. Gefecht pausiert. Excuse me, President. Okay, aktuell befinden Sie sich in der Draufsicht und können so Ihre Schiffe leichter steuern. Links können Sie zwei Piratenplünderer sehen und in der Mitte einige Hindernisse wie Asteroiden. Keine Sorge, Ihre Piloten werden Ihnen ausweichen. Sie können, so können Sie hinein- und herauszoomen sowie die Karte bewegen, um Ihre Einheit leichter zu sehen. Wählen Sie Ihre Fregatte durch Linksklick und ziehen einer Box um sie herum aus oder indem Sie diese einfach anklicken. Erweitern Sie die Feuerreichweite, indem Sie den oberen Knopf des rechten Schaltreglers, oh Gott, ganz rechts schieben. Da Sie nun ein Schiff haben, können Sie Ihre Formation noch nicht ändern und da wir siegen werden, gibt es keinen Grund für Rückzug. Gut. So, wie war ich jetzt dieses Ding da aus? Pausiert, ja. Es ist schön, dass das Gefecht pausiert ist, aber wie kann ich das jetzt hier abbrechen? Weil ich sehe hier gerade rein gar nichts, weil dieses olle Feld alles belegt. Ich drücke. Ups, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich drücke hier gerade alle möglichen. Ach, da ist meine Fregatte. Okay, deswegen. Oh, drücken Sie jetzt die Schaltfläche abspielen, um das Gefecht zu starten. Sie können das Gefecht über die Schaltfläche bla bla bla. Also hier ist die Regler. Sie können das Gefecht beschleunigen und verlangsamen. Mit dem Kamerasymbol können Sie die Ansicht der Kinokamera ändern. Hier können Sie sogar aus der Perspektive des Piloten das Gefecht beobachten, aber ich kann es nicht kämpfen, okay. Pause. Pause? Hallo, Pause. Ich kann es nicht. Okay. Ich dachte, ich kann hier einen Schieberegler benutzen. Wie soll ich das denn machen, wenn ich hier irgendwie. Excuse me, President. So. Wenn ich da nicht mal was machen anstellen kann. Das ist komisch. Okay, Sieg. Natürlich hatten diese Plünderer keine Chance gegen uns. Das ist okay. Drück die beliebige Taste. Just a minute of your time, President. Hier ist der Abschlussbericht, Herr Präsident. Es gibt Ihnen Informationen zum Wappen, bla bla bla. Ja, ist okay. Also was wir quasi geplündert haben. Also ich muss gestehen, es ist nicht das Spiel, was ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, wir fliegen hier selbst durch Raum. Und so sah das zumindest für mich aus. Und nicht so aller. Was ist das hier? Will der da jetzt hin oder was? Könntest du bitte Autoerkundung? Okay, Autoerkundung aus. Genau, du kannst da Geld hin, nicht erforscht. Du fährst da mal hin. Wir bewachen jetzt hier gar nichts mehr. Das ist fertig. Vorherige Kolonie ist noch im Gange. Fertig. Nächste Runde.
Da ist jetzt was fertig. Ein Speer. Ich würde sagen, schick mir mal nach. Doch, da. Forschung wieder. Our scientists have made a new discovery. Unsere Wissenschaftler haben eine wichtige Entdeckung gemacht. Also die automatische Fabrik und den Neutronenblaster. Okay. Pläne. Ach so, ich kann jetzt hier. Aha. Soll ich jetzt wieder zurückgehen? Ja. Frick, was? Klicken Sie, um ein neues Design zu entwerfen. Ach so, ich kann ja auch richtig selber Schiffe entwerfen. Bearbeiten. Aha. Motiv nichts, Design A, Design B, Design C. Okay. Ich lasse mal Design A. Kann ich die Farbe noch aussuchen? Scheinbar nicht. Rollen, nichts. Scharfschütze, Blitzer, Nahkämpfer. Achso. Also, wenn ich mehrere zusammen tue, okay. Kernsysteme hinzufügen, habe ich nichts. Spezial. Erweiterte Maschinen. Okay, hinzufügen. Waffen. Laserkanone. Und da kann ich jetzt den Neuroblaster hinzufügen. Okay, Klingzeit. Waffe Reichweite, Anzahl 2. Hinzufügen. Neuroblaster? Ach so, hier. Kann ich davon noch mehr hinzufügen? So, hinzufügen. Aber auch 2, okay. Okay. Habe ich auch nichts zu hinzufügen. Den haben wir schon. Aber auch schon. Okay, da können wir quasi die Fregatten neu ausrichten. Fertig. Okay. Our scientists are eager to start. What should we focus on? Wir brauchen eine neue Forschung. Wirtschaft. Durch Erforschung dieser Technologie schalten sie neue Anwendungsbereiche frei. Ziviler Transporter, Koloniebasis. Xenobeziehung, Geheimdienstzentral, Xenodioplo, Laserkanonenanpassung, Tiefensensor, elektrischer Computer, hydroponische Farm, Biosphären. Ich würde sagen, machen wir das. Fertig. Hier brauchen wir eine neue Produktion. Eine Fregatte oder ein Kolonieschiff? Können wir mal ein Kolonieschiff bauen? Ach, hier ist noch ein Gabe. Okay. Fertig. Eine Flotte wartet auf Befehle. Achso, den haben wir schon erkundet. Okay, dann gehst du da hin. Okay, dann erkunde man den Planeten hier. Dort nächste Runde. Arriving at the anomaly, your fleet spots an abandoned container filled with rare minerals floating unguarded in open space. You tell yourself some smuggler on the run must have jettisoned their cargo. Nobody is around to claim it, so you add it to your treasury without a second thought. Okay, wir haben also quasi eine Schatzkiste gefunden, die wahrscheinlich die Piraten irgendwo haben fallen lassen. Und wir haben Geld erhalten. 85 Credits. Fertig. Gut. Das heißt, du musst wieder zurück, oder was? Komm, wir wollen da mal hin.
kann ich nicht bewegen gerade, oder was? Entschuldigung. Blau-weiße Sterne, also hier kann man auch sehen, welche Sterne es gibt. Braune Sterne, gelbe Sterne, rote Sterne. Wenige Planeten bilden sich um diese Sterne und wenn sie es tun, haben sie selten Mineralvorkommen oder bewohnbare Umfelder. Das sind die heißesten Sterne, wodurch es extrem schwer fällt, bewohnbare Planeten in ihrem Umfeld zu finden. Ihre Planeten sind jedoch reich an Mineralien. Okay. Durchschnittliche Sterne, deren Planeten oft mäßige Mineralvorkommen und Lebensfähigkeit aufweisen. Diese extrem seltenen Sterne beherbergen üblicherweise keine Planeten. Sollten es dennoch Planeten geben, haben diese nur selten eine bewohnbare Umwelt. Ja, komisch, dass wir da denn aber trotzdem wohnen. Nächste Runde. Ja, los, hopp. Achso, ich kann einfach klicken, dass sie fliegen. Welche Flotte wartet auf Befehle? Ach, diese hier. Du hast dieses hier alles schon angeguckt. Dann fliegen wir mal nach da. Vox entdeckt. Was heißt denn Vox? Ach, das neue System. Okay. So, die Flotten dürfen fliegen. Unsere Sensoren haben in der Nähe eine elektromagnetische Störung entdeckt. Wir sollten diesen Bereich näher erkunden. Danke. Werden wir auch tun. Das heißt, du darfst dahin. Meine Flotte wartet auf Befehl. Achso, du bist auch noch. Was war ich denn mit dir? Du fliegst doch hier. So. Alle Flotten dürfen fliegen. Du fliegst nach. Oh, hast du es weit nach hier? Ups, falsche Taste gedrückt. Ab nach da. Welcome to GNN. Do not panic, but long-range scanners have detected a gigantic space eel lurking in a previously unexpected sector of space. And now, sports! Ein Raumaal wurde entdeckt. Okay. Ich meine, das ist schon witzig gemacht. Weltraummonster entdeckt. Okay. Wir haben eine bekannte Lebensform entdeckt. Diese Weltraumkreaturen können relativ harmlos bis potenziell vernichtend sein. Wir sollten also sicherstellen, dass wir einen Kampf überstehen können, wenn wir uns in der Nähe begeben. Monster anzeigen. Wo haben wir es denn? Ach da. Raumaal. Mhm. Danke. Oh, der hat 252 Angriff. Halleluja, also der ist nicht zu unterschätzen. Hier sind so die Piraten vorhin. Okay. Du guckst dich jetzt hier um. Komm. Nächste Runde. Muss ich mal gucken in dem Raumaal. Da ist aber keiner. Wir fliegen nur dran vorbei. Die Flotte darf sich mal bitte bewegen. Wir haben schon wieder Piraten entdeckt. Vox 2 oder wo? Planeten anzeigen? Ja, das sind Piraten, okay. Wir haben eine Piratenbasis entdeckt. Hier versteckt sich der Abschaum der Galaxie und sie greifen jede Flotte gnadenlos an. Die beste Lösung wäre, sie komplett auszulöschen. Sie brauchen mit Bomben bewaffnete Schiffe wie Zerstörer und ihre Bodeneinheiten angreifen zu können. Wählen Sie eine Flotte mit mindestens einem Zerstörer und dann Kampf. Also wir haben keinen Zerstörer, wir haben einen Speer. Okay, das heißt, wir fliegen hier erstmal. Danke. Welche Flotte wartet auf Erkundung? Achso, komm, du musst mir hier Autoerkundung. Nächste Runde. Alle Flotten fliegen mal bitte. Was ist das? Elektromagnetische Störung entdeckt. Okay. Nächste Runde.
Oh, noch eine Piratenflotte entdeckt. Okay. Piratenplünderer, also die können wir tatsächlich zur Not angreifen. So, wir fliegen mal alle Schiffe. Noch eine Piratenflotte entdeckt. Okay. Da ist wieder ein Schatz. Eine Anomalie. Welche Flotte wartet denn auf uns? So, kann ich die nochmal auswählen und bewachen. So. So, hier sollte man nicht rein zu diesem ollen Wurm. Besser nicht. Nächste Runde. Da haben wir einen Kampf. Okay. Siegeschancen schrecklich. Ach du Scheiße. Warum wurde uns das gar nicht angezeigt? Wir haben verloren. Gut. Kommando übernehmen. Kommando unterstützende Kontrolle. Aha. Überspringen. Ah, jetzt sehen wir es ganz anders als beim letzten Mal. So. Triebwerkschub. Achso, hier kann ich anstellen, wie weit die angreifen. Aha. Und los. Wo sind denn die Piraten da hinten? Hey, bewegen doch. Hier kann ich die Kamera bewegen. Okay. Daneben. Wir haben getroffen. Okay. Schon platt. Schon kaputt. Also da haben wir gewonnen. Da oben haben wir leider verloren, unsere Flotte. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Das heißt... Da habe ich schon wieder ein Signal. Da wird auch wieder eine Piratenflotte sein. Da mit ein schwarzes Loch oder sowas. Okay. Zu weit rausgesippt. Welche Flotte wartet denn? Achso, du wartest hier. Ja, komm, wir gehen mal dahin. Was ist das denn für ein Planet? Nahrung, okay. Ziemlich grüner Planet, also der wäre. Sumpfige Planeten sind mit einer dicken Schicht dicker, wildwüchsiger Vegetation bedeckt. Sehr arme Planeten haben eine geringe Dichte nützliche Mineralien. Also der Produktion wäre der geeignet. Was ist denn mit dem hier eigentlich? Warum? Wartung 2. Achso. Nee, wir wollen ja noch größere Bevölkerung haben. Warum kriegen wir keine? Limit durch Planetengröße 16. Also ich kann ja maximal 16 Leute drauf haben, aber ich kriege irgendwie keine. Warum nicht? Das jetzt kaufe, was dann? 16 Runden. Okay. Fertig. Oh, was haben wir da entdeckt? Welcome, stranger. I am the Empress of the Mershan Pride. If you scratch our backs, we'll scratch yours. Okay. Wir haben eine neue Rasse entdeckt. Katzen. Miezekatzen. Sehr ansehnliche Miezekatzen. Auf Wiedersehen. Just a minute of your time, President. Ziehen Sie den Bau einer Weltraumfabrik in Betracht. Das sind Bauschiffe, die Strukturen an Knotenpunkten wie Sprungpunkte, Asteroidenfelder oder nicht kolonisierten Planeten bauen können, welche Verteidigung bieten, Ressourcen extrahieren und die Radarreichweite erhöhen. Raumfabriken können
Gebiete indirekt beanspruchen, indem sie Verteidigungsstrukturen an allen Sprungpunkten einer bestimmten System bauen. Gehen Sie zu einer Kolonie, öffnen Sie das Produktionssteuerelement und wählen Sie eine Weltraumfabrik als nächsten Produktionsauftrag aus. Danke. Hier, oder was? Produktion wählen. Eine Weltraumfabrik. Da. Wie lange braucht die? Wir brauchen nur eine. 47 Runden, sehe ich das gerade richtig? Bauen. Okay. Pio. Nächste Kolonie. Die ist noch dabei. Fertig. Du wartest, du guckst mir hier lang. Nächste Runde. Fliegen. Achso, das sind die anderen Schiffe gewesen. Also das ist gar keine Kolonie von denen, sondern das ist noch ein Schiff gewesen. Interessant. Ja, wir gucken mal nach da. Achso, ich kann gar nicht mehr. Welche Flotte wartet denn noch? Du hier. Aha, da haben sich wieder Piraten versteckt. Okay, ja. Also die Piraten scheinen sich gerne im Raum zu verstecken. Jo. Excuse me. Krieg und Steuern sind in dieser Galaxie unausweichlich. Jede Bevölkerungseinheit unserer Kolonie steuert einen kleinen Beitrag an Credits für unsere Staatskasse bei. Sie können diese Menge anpassen, indem Sie einen Steuersatz im Imperium-Bildschirm auswählen. Beachten Sie, dass erhöhte Steuern einen negativen Einfluss auf Ihre Moral haben. Bildschirm anzeigen. Danke. Nahrung, Forschung, wo sind denn die Steuern? Ach hier, Steuersatz. 3 BC pro Einheit. Machen wir mal 4. Okay, Steuersatz. Haben wir ein bisschen erhöht. Okay. Gut. Fertig. Runde der Weltraummonster. Okay. Ja, ich sehe nichts. So. Gut. Und nächste Runde. Ich hoffe, das bleibt dann in seinem System, das olle Viech. So, du darfst dir mal das da angucken. Du darfst hier mal Autoerkundung machen. Schon wieder eine Piratenbasis gefunden, okay. Ein neuer Schiffsbauplan wurde entdeckt. Wo das denn? Forschung von Weltraumforschung abgeschlossen. Okay. Our scientists have made a new discovery. Achso, hier haben wir eine Koloniebasis. Ermöglicht dem Kolonieschiff bei der Besiedlung einer neuen Kolonie eine lebenserhaltende Struktur abzusetzen. Ah, okay. Zivile Transporte erlauben die Verlegung einer Bevölkerungseinheit zwischen Kolonien. Sie tragen keinerlei Waffen, weshalb eine bewaffnete Eskorte empfohlen wird. Okay. Laserkanonenanpassung. Hydroponische Farm. Wartung, Nahrung plus 2. Was macht die? Forschung. Plus ein. Schilde plus ein. Störsender. Komm, wir machen mal Biologie. Fertig. Just a second here. Zivile Transporter tragen Bevölkerung von einer Kolonie, in die sie gebaut wurden. Dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden. Wählen Sie so eine dicht besiedelte Kolonie aus und bauen Sie die zivile Transporter, um geringer besiedelte Kolonien auf die Sprünge zu helfen. Danke. So, welche bauen wir gerade schon? Vorherige Kolonie wird auch schon was gebaut. Fertig. Fliegen. Du wartest auf mich. Geh da hingucken.
nichts gefunden. Tja. Also es ist tatsächlich nicht das Spiel, was ich erwartet hatte. Ich habe etwas anderes erwartet. Aber keine Ahnung, ob wir hier mit Spaß haben können. Civilization habe ich mal gespielt. Das ist quasi eine Art Civilization. Nur im Weltall und nicht an Land. Könnte auch interessant sein. Aber für heute beende ich diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, sofern es euch interessiert. Also bis dann. Bye bye.